Ein Feuerwerk begrüßt traditionell das neue Jahr. Doch mit dem neuen Jahr gibt es auch steuerliche Änderungen. Welche das sind, das weiß Thomas Rumpler, Steuerberater in Amberg. Es gibt ein paar kleinere Änderungen. Zum Beispiel steigt das Kindergeld, dementsprechend auch der Kinderfreibetrag. Es steigen die Grundfreibeträge und es wird die kalte Progression gemindert. Das heißt, es soll für jeden einzelnen Steuerpflichtigen ein bisschen mehr übrig bleiben und die Inflation dadurch ein wenig ausgeglichen werden. Das Kindergeld steigt um 2 Euro pro Kind und Monat. Der Kinderfreibetrag wird 2017 um 108 Euro auf 4.716 Euro pro Jahr aufgestockt. Auch der Grundfreibetrag ändert sich. Er erhöht sich um 168 Euro auf 8.820 Euro pro Jahr. Auch der Steuersatz der Einkommensteuer ändert sich, um eben die kalte Progression auszugleichen. In Deutschland ist ja die Steuer progressiv. Das heißt, der Steuersatz steigt und der steigt jetzt nicht mehr so steil wie bisher, er steigt ein wenig flacher. Das heißt, unterm Strich bleibt ein bisschen mehr übrig. Aber nicht recht viel, das wird man nicht so gravierend merken. Das ist vielleicht ein Bierchen, was man sich dann zusätzlich pro Monat kaufen kann. Auch wer derzeit mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist oder künftig unterwegs sein wird, kann sich freuen. Das neue Jahr verspricht auch Steuervorteile für Elektromobilität. Für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge gibt es eine Kfz-Steuerbefreiung. Die ist jetzt von 5 Jahre auf 10 Jahre verlängert worden. Außerdem gibt es Möglichkeiten, wenn der Arbeitnehmer sein E-Fahrzeug beim Arbeitgeber auflädt, hat er das bisher als geldwerter Vorteil versteuern müssen. Das muss er zukünftig nicht mehr machen. Steuerliche Vorteile kann das Jahr 2017 auch bei berufsbedingten Umzügen bringen, denn wenn ein beruflich bedingter Umzug vorliegt, kann man sogenannte Umzugspauschalen steuerlich geltend machen. Und diese Umzugspauschalen steigen auch ab dem 01.01.2017. Zusammengefasst ändere sich für den normalen Steuerpflichtigen nicht sehr viel. Die Steuerbelastungen sollen die Inflation ausgleichen, erklärt Thomas Rumpler. Weitere Informationen zu steuerlichen Veränderungen gibt es beim Steuerberater.